Best. Klar. Mit Niederösterreich heute sind wir jeden Abend bei Ihnen im Wohnzimmer sozusagen zu Gast. Aber jetzt verspricht auch ein Theaterstück einen Blick in die Wohnzimmer, einen kritischen Blick. In dem Stück geht es um Heimat, Identität und Migration. Der Wiener Theaterverein Concons will zeigen, wie aus seiner Sicht Bewohner des österreichischen Wohnzimmers dem Fremden begegnen. In St. Pölten war Uraufführung von Wut zur Heimat. Es ist 20.15 Uhr und ich begrüße Sie sehr herzlich zu Österreich. In einem exemplarischen österreichischen Wohnzimmer werden Traditionen, Klischees und Ängste der Bewohner gezeigt. Zentrales Thema ist der Umgang mit dem Fremden. Hast du gültige Papiere? Papiere? Ja, ich hatte welche. Ich weiß nicht, wo sie sind. Mögliche Gründe für die Angst vor dem Fremden waren ausschlaggebend für die Titelwahl Wut zur Heimat. Rassismus und Nationalismus ist nach wie vor sehr, sehr große Manipulationskraft leider. Und mich ärgert, mich macht es wirklich wütend, dass wir noch immer manipulierbar sind in schlechten Hinsicht. Außergewöhnlich war der Entstehungsprozess des Theaterstücks. Die Schauspieler haben in siebenwöchiger Arbeit das Stück samt den Dialogen gemeinsam mit der Regisseurin erarbeitet. Hey!